Geiles Gefahre! Geiles Gefahre! Wegen dem Sturm sind wahrscheinlich weniger Leute unterwegs heute. Bin nach der Spätschicht mehr oder weniger spontan. Hatte heute Vormittag noch überlegt, man könnte mal eigentlich wieder irgendwo hinfahren. Und jetzt auf Arbeit habe ich mir gedacht, ach scheiße, fährst du nicht, gehst du auf die Bahn. Rechts abbiegen auf B36. Und das war jetzt so geiles Gefahre. Die Onkel ist im Radio. Und Tempomat bei 140 rein, das war einfach schön. Und jetzt habe ich glatt noch eine Abfahrt verpasst oder zwei Abfahrten sogar. Ich wollte eigentlich schon eher runter. Ja, wollte eigentlich bloß mal kurz was erzählen. Mehr oder weniger, weil ich mir vorgenommen habe, jede Woche ein Video hochzuladen. Und ich das dieses Wochenende nicht schaffe, noch eins fertig zu machen. Da dachte ich, fängst du jetzt bloß mal kurz ein bisschen was zu erzählen an. Und zwar, ich weiß nicht warum, momentan kriegte ich immer wieder Werbung für solche komischen Stromspargeräte, mit dem du bis zu 90% deiner Stromrechnung einsparen könntest angeblich. Was natürlich völliger Quatsch ist. Jemand, der sich da halbwegs auskennt, der weiß, dass das, worauf die sich berufen, da nie klappen kann. Einfach weil die Gesetze dagegen sind, die physikalischen Gesetze. Ihr habt ja vielleicht im Physikunterricht, wenn ihr halbwegs aufgepasst habt, schon gehört von Scheinleistung und Wirkleistung, und jedenfalls geht es da um induktive Lasten und dadurch entsteht eben eine Scheinleistung und eine Nutzleistung, Wirkleistung, und diese Geräte, die versuchen das ein bisschen einzureden, die tun das kompensieren und dadurch brauchst du dann nur noch so wenig bezahlen. Aber die heutigen Stromzähler, vor 30, 40 Jahren haben die Stromzähler es noch nicht gekonnt, aber heutzutage tut das der Stromzähler schon gar nicht mehr mitrechnen und sozusagen nur noch die Wirkleistung berechnen. Ich erkläre das, wenn ich das Ding getestet habe, noch ein bisschen genauer. Jedenfalls hat mich schon ein bisschen interessiert, was die da hier andrehen wollen für bis zu 70 Euro die Redekosten. Ich habe dann nach einiger Suche einen chinesischen Händler gefunden, der das Gerät für Kombo 2 Euro und dann nochmal 3 Euro stand, also ich war knapp unter 5 Euro. Und da dachte ich, für 5 Euro, das zahlst du schon für das Gehäuse, und da hast du ein Steckergehäuse, das kannst du mal irgendwas was anderes wollen. Und da habe ich gedacht, okay, kaufst du das für 5 Euro. Ist natürlich, kommt aus China und Liefertermin ist dann erst Anfang Mai. Aber ich fand das eigentlich ganz interessant, was die da andrehen wollen. Und naja, habe ich jedenfalls mal gedacht, für 5 Euro kann man das schon mal machen. So, und jetzt fahre ich nach, wie ist der Ort?
Nee, ich bin gerade in Mühlberg. Das Besucherbergwerk F60. Ist so ein Tagebau, den alten Tagebaubagger haben sie dort ausgestellt. Und den kann man, ich glaube jetzt wegen Corona, konnte man auch hochklettern. Da haben sie Führungen gemacht und dir alles gezeigt. Habe ich vor vielen Jahren schon mal mitgemacht auf die Tour. Und jetzt dachte ich, halte ich da nochmal hin. Und da ist gleich ein See, beziehungsweise der See, den der ausgebaggert hat. Und daneben stelle ich mich halt hin und morgen früh gehen wir mal zu dem Ding. Ja, weil ich so mehr oder weniger ungeplant los bin, habe ich jetzt erstmal mein Mikrofon vergessen. Das ärgert mich eigentlich ein bisschen. Und Essen, ein bisschen was habe ich zwar mit dem Kühlschrank genommen, aber habe kein Brötchen für morgen früh mit. Also muss ich mir dann irgendwo einen Bäcker suchen, wo ich was zu essen kriege. Ja, und jetzt fahren wir noch ein Problem und dann machen wir noch einen gemütlichen Abend, trinken noch ein Bierchen. Ist ganz schön stürmisch, aber hatte ich jetzt die ganze Zeit Rückenwind, ist gut gerollt, bin auf dem Durchschnitt von 7,4 bei 140 über der Autobahn, ist das ganz gut. Ja, vom Sturm selber habe ich jetzt im Auto nicht gemerkt. Wie gesagt, da kam ja auch direkt von hinten, da ist ja nicht allzu viel. Also der Wind pfeift ganz schön hier. Aber auf Arbeit war es ja auch ganz schön doll. Da hätte ich uns bald einen Tag abgehoben. Von den Geräuschen her, die wir da hatten. Wir haben so eine Klappfenster oben auf dem Dach. Die haben ganz schön gerasselt. Das Internet sollte doch da sein. Ach so, Typisch Deutschland, Internet habe ich ja gar nicht. Kann ich euch jetzt das Bild gar nicht einblenden, was die mir hier verkaufen wollen. Ach, das ist die Serie, hatte ich mir runtergeladen. Babylon Berlin, das sollte ganz interessant sein. Die gab es sogar offiziell zum Download. War auf der Mediathek von Nintendo. Ja, hört man das im Video? Es pfeift ganz schön dolle hier. Aber ist so eine freie Fläche hier, ist kein Baum weit und breit. Da hinten müsste irgendwo ein See sein. Kann ich ja vielleicht nochmal die Karte einblenden, wo ich gerade bin.
Aber ich habe ja hier okay Internet, da ich schlecht mit Kabel. Wenn man im Ausland ist, hat man überall Internet. Gerade Rumänien, das war so geil. Du kannst wirklich überall gucken, wo musst du hin, wo willst du hin. Was gibt's in der Nähe für Sehenswürdigkeiten, kannst du alles schön mal schnell am Handy gucken. Aber hier kaum bist du ein bisschen weiter weg von der größeren Stadt. Nichts, gar nichts. Das Auto hat ganz schön ausgeschüttelt die Nacht. Ich dachte, ich stehe auf dem Stoßdämpfer-Test. Ja, ich habe noch halbwegs was zu frühstücken. Da. Ich habe noch die Kekse im Auto. Da habe ich halbwegs zumindest was zum Frühstück. Ist ein ganz gesundes Frühstück heute sozusagen. Und da werde ich dann mal Bette machen, Käffchen kochen. Bei dem Wetter habe ich nie unbedingt Lust, hier ein Stück zu laufen und spazieren zu gehen. Hier hinten gibt es irgendwo noch einen Cash. Aber ich glaube, da komme ich ja nur weiträumig vorbei. Ich glaube, den muss ich links liegen lassen, oder besser gesagt rechts. Ach hier, der Wahlpark haben sie hier. Zeige ich jetzt nie ins Bild, hier ist ein großer Solarpark. Und zu dem Solarpark war dieser Cash. Ich bin weit weg. Weit weg von dem Cache. Ich würde auf der anderen Seite von dem Solarpark sein. Ich habe kein Internet, wo ich mir eine richtige Karte hier nochmal holen könnte. Auf der Karte ist ja nichts zu sehen. Aber jetzt hat man hier einen schönen Blick auf den Solarpark. Ja, auf der anderen Seite von dem Solarpark gibt es einen Testteil irgendwo. Ich hoffe mal, ich komme da noch hin. Thank you.
Ja, hier hätte ich mich fast festfahren können. Ich hab's aber rechtzeitig gemerkt, dass das böse wird. Beinahe hätte ich hier bleiben müssen. Ich hätte ja hier kaum einen Traktor gefunden, der mich hier rauszieht. Ja, gucken wir mal schön gerade. Ach, ich werde den Cash nie holen. Ich fahre einfach jetzt los. Da schon irgendwo mal rauskommen, wo ich noch einen Cash gibt. Der hier ist nie ganz so gut gewesen. Ja, also der Cache nennt sich der liegende Eiffelturm. Der liegende Eiffelturm. Besucherbergwerk F60. Die F60 ist eine der größten beweglichen Arbeitsmaschinen der Welt. Erbaut durch den VOB Tagkraft Lauchhammer vor Ort von 1988 bis 1991. Die F60 in Lichterfeld, die letzte von 5 gebauten Seriengeräten, in Betrieben von März 91 bis zur Außerdienststellung im Juni 1992. Und gerade mal ein Jahr. 502 Meter lang, 182 Meter länger als der Eiffelturm. 240 Meter breit. Insgesamt 80 Meter hoch. 13.600 schwer. Heute 11.000 Tonnen. Nach der Umrüstung, Ölentsorgung und Ausbau von Baugruppen. Die Abraum-Förderbrücke ist eine den Tagebau überspannende Stahlkonstruktion mit eingebauten Bandanlagen. Die Gewinnungsseite, in Klammer Abraum, und die Verkippungsseite direkt miteinander verbinden. Die F60 diente der Freilegung der Braunkohle vom Abraum, also den Erdmassen, über den Kohleflöchlagerten. Sie wurde nicht zur eigentlichen Kohleförderung eingesetzt. Die maximal mögliche Abtragshöhe des 13.500 Tonnen schweren Stahlgiganten war 60 Meter. Daher der Name F60. Die Förderleistung bei der Bagger betrug theoretisch 29.000 Kubikmeter pro Stunde, was einem Gewicht von 50.000 Tonnen entspricht. Mit dieser Menge Abraum konnte die Fläche eines Fußballfeldes rund 8 Meter hoch angefüllt werden. Die maximale Jahresleistung des Komplexes lag bei 130 Millionen Kubikmeter. Das Döschen
dürfte für jeden, der eine Größe von 1,60 nicht unterscheidet, erreichbar sein. Aber Achtung, hier ist es selten muggelfrei. Selbst nachts ist hier ab und zu einiges los. So, und nun viel Spaß mit unserem ersten Cache in Brandenburg, der von SRM, einem guten Freund und noch Muggel gewartet werden wird. Bitte einen Stift mitbringen. Happy Hunting! Anscheinend war die Dose an der Tafel mit der Karte von der Gegend her. Vom Gegengebiet. Aber ich vermute mal, die hat jemand entdeckt. Denn wann das zuletzt gefunden wurde. Doch noch nicht lange her, am 13. Februar, gibt hier ein Stück weiter hinten noch ein Irfgash. Um diesen Irfgash erfolgreich locken zu dürfen, sollt ihr euch folgende Aufgaben beantworten. Und optional ein Foto von euch und der F60 im Hintergrund mit an den Lock anhängen. A. Welche Mächtigkeit hat das abbauwürdige zweite Lausitzer Flöß? In welcher Tiefe unter der Geländeoberkante konnte dieser gefunden werden? Welche Schicht bedeckt das erste Lausitzer Flöß? Schickt uns die Antworten an Lorn und anschließend dürft ihr locken. Die Aufgaben kann man ja zu Hause raussuchen. Hat er bestimmt schon in seinen Text beschrieben. Ansonsten wird das ja bloß eine kurze Internetrecherche. Da bin ich ja im Chemiekombinat mal angehalten. Dann haben wir hier so ein Chemieteil geholt.
Do 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 do